Folgende Frage habe ich heute an Sie. Hand aufs Herz. Wissen Sie noch die Antwort auf die Frage 1 aus dem Heidelberger Katechismus, gestellt von Johannes Calvin? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort von Calvin: dass ich mit Leib und Seele sowohl im Leben als auch im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus angehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir wirklich alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum versichert er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, ihm hinfort zu leben. Steile Antwort. Nehmen wir mal an, zu diesem Leben, von dem Calvin spricht, gehört auch, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben.